Heute haben wir hier eine Hülle für das iPhone 6 Plus und zwar von FireWare. Das Besondere daran ist, dass diese Hülle aus einem alten Feuerwehrschlauch gefertigt wird und dadurch ist auch jede Hülle ein Unikat. Ihr geht also zum Beispiel auf den Shop, sucht dann da die Hülle aus, die euch am besten gefällt. Und dann müsst ihr ziemlich flink sein, denn die wird nur 20 Minuten in eurem Warenkorb reserviert. Danach ist sie dann wieder frei für jeden verfügbar. Also wenn ihr irgendein Unikat findet, das euch gefällt, solltet ihr da zuschlagen. Jetzt aber mal wieder mehr zu der Hülle. Hier sieht man den Feuerwehrschlauch. Gibt es insgesamt in drei Farben. Einmal hier dieses helle Weiß. Dann gibt es noch Rot und Schwarz. Das ist dann die Innenseite von dem Feuerwehrschlauch. Hier nochmal die Rückseite. In meinem Fall steht halt nur vorne dieses DIN drauf. Hat mir jetzt so mit am besten gefallen. Und auf der Rückseite ist halt einfach blank. Hier sieht man für den Gürtel eine Schlaufe. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und hier sieht man zum Thema Verarbeitung. Sehr schön verarbeitet hier. Doppelnähte am Rand. Hier befindet sich die Schlaufe zum Rausholen des Smartphones. Habe das jetzt schon ein paar Mal auf und zu gemacht und der Klettverschluss sieht auch immer noch ziemlich top aus. Und dann gucken wir uns das Ding mal von innen an, denn hier, wenn ihr euer Smartphone da reincheckt, befindet sich Mikrofaser. Da wird also, wenn euer Handy dicht anliegt, was jetzt nicht unbedingt der Fall ist, das zeige ich euch gleich, wenn das dicht anliegt, dann wird das noch gereinigt, der Bildschirm. Was nachher auffällt, ist, dass die Hülle, wenn ich jetzt mal mein iPhone einfach so drauflege, rundherum doch ein wenig Platz hat. Das dürfte bei anderen Hüllen vielleicht ein bisschen anders aussehen. Das Problem ist dann nur, dass das wahrscheinlich nicht in jede Hosentasche passt. Also wer schon Probleme hat, das iPhone 6 Plus so in die Hosentasche zu bekommen, der wird mit der Hülle leichte Probleme haben. Mal kurz da reingesteckt. Funktioniert alles ohne Probleme. Zu. Dann gucken wir uns mal hier oben den Platz an. Man sieht, hat hier noch ein wenig Platz oben an der Kante. Und ich bin halt so ein Mensch, ich will jetzt mein iPhone 6 Plus nicht unbedingt einfach so die ganze Zeit haben, weil ich dann Angst habe, dass irgendwie die Hülle verkratzt. Und dann habe ich mich noch auf die Suche begeben nach einer durchsichtigen Hülle, die relativ dünn ist, aber noch da reinpasst und habe ich hier die gefunden? Quetsche ich gerade mal hier ums iPhone drum. So, da geht das zwar ein bisschen schwerer rein, aber ich denke, wie das nachher aussieht, es ist auch noch ein bisschen, es ist noch auszuhalten. Guckt jetzt hier ein bisschen über, beziehungsweise mit ein bisschen mehr Gewalt schließt das halt hier jetzt perfekt, mehr oder weniger perfekt ab. So, also ich denke, die großen Pluspunkte ist auf jeden Fall die Qualität, der Hinsehfaktor, denn man hat hier ein echtes Unikat. Ich sehe nur ein paar Probleme, vielleicht je nachdem, wenn man das in die Hosentasche stecken will, da könnte es bei dem einen oder anderen eng werden. Jogginghose ist kein Problem. Was ich noch kurz zeigen wollte, war ja das mit dem Reinigen. Wenn ich jetzt nämlich mein iPhone hier reinstecke, dann ist hier doch noch ein bisschen Luft, also reinigen weiß nicht. Da muss da schon irgendwie ein bisschen zusammengequetscht sein. Also ob das so toll funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Also, eigentlich nur überwiegend positive Aspekte. Negativ, ja, reinigt nicht. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt negativ, würde ich als neutral bewerten. Und eben, dass es für die Hosentasche vielleicht ein bisschen groß ist, aber wer sein iPhone irgendwie in eine Extratasche führt oder so, für den ist die Hülle perfekt. Dementsprechend finde ich auch den Preis von 39 Euro auf jeden Fall gerechtfertigt. Man bekommt ein Unikat, sehr schön verarbeitet und insgesamt ein sehr schönes Teil. Wer noch Fragen zu der Hülle hat, der kann die gerne in die Kommentare posten. Ansonsten der Testbericht befindet sich in der Videobeschreibung und dann sieht man sich beim nächsten Mal.